Verweisung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 5280. Videoüberwachung transparent und nachvollziehbar gestalten, ein öffentliches Register für Videoüberwachungskameras in Nordrhein-Westfalen einführen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Livestream, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Antrag fordern wir eine Meldepflicht für Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen. Wir fordern diese Meldepflicht mit öffentlich einsehbarem Register aus drei guten Gründen. Erstens, wir haben derzeit keinerlei Übersicht darüber, wo und wie viele Kameras mit welchen technischen Möglichkeiten aufgestellt sind. Wir wissen, dass mindestens 2.750 Kameras durch nordrhein-westfälische Landesbehörden betrieben werden. Das ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs, eines immens großen Eisbergs, meine Damen und Herren. Sie, liebe Landesregierung, nehmen sich fälschlicherweise aus der Pflicht, die Kommunen zu ihren zahlreichen installierten Kameras zu befragen. Sie hätten das im Rahmen der großen Anfrage machen können, die wir gestellt haben, und Sie hätten es auch machen sollen. So müssen wir annehmen, dass Sie sich des Themas gar nicht annehmen wollen, die Zahlen gar nicht wissen wollen. Wir wissen, in Bayern gibt es mindestens 17.000 staatlich betriebene Kameras. Der Bund allein betreibt zusätzlich 17.500 Überwachungssysteme. In Nordrhein-Westfalen werden es mindestens so viele sein. Werte Landesregierung und Unterstützer der Überwacher, Bürger wollen Transparenz darüber, inwieweit sie überwacht werden. Eine freie Gesellschaft sollte sich diese Transparenz leisten. Sonst wird sie Vertrauen verlieren. Zeigen Sie uns, dass Videoüberwachung sinnvoll ist. Wir lassen uns gerne überzeugen, wenn Ihre Argumente valide und stichhaltig sind. Aber Sie verwehren sich jedweder wissenschaftlicher Einschätzung, noch geben Sie uns die Zahlen, inwieweit die Kommunen in ihren Verwaltungsgebäuden, in ihren Schulen Videoüberwachung betreiben. Der zweite Grund. Kameras sind oft fehlerhaft oder gänzlich rechtswidrig montiert. Hier brauchen wir die Möglichkeit, diese Kameras leichter zu melden. Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle müssen leicht zu erhalten sein. Eine Meldepflicht würde auch ein wichtiges Signal an die Betreiber senden. Ihr könnt Videoüberwachungsanlagen nur installieren, wenn ihr euch an die Regeln haltet. Eine Meldepflicht sorgt hier für zusätzlichen Druck. Und wenn Sie mir jetzt sagen wollen, Herr Minister, dass die öffentliche Hand natürlich die gesetzlichen Vorschriften beachtet, dann sage ich Ihnen, nein, das stimmt so nicht. Ausgerechnet vor dem Justizministerium hier in Düsseldorf überwachen zwei landeseigene Kameras den öffentlichen Raum in einer Fußgängerzone ohne jedwede Hinweisschilder. Das ist klar rechtswidrig. Meine Damen und Herren, die bestehenden Datenschutzregeln wurden doch nicht grundlos verfasst. Privatsphäre und Datenschutz sind kein lästiges Übel. Diese Werte dürfen nicht als Hindernis verstanden werden. Es handelt sich hier um Grundrechte, die zu schützen sind. Der dritte Grund. Der technologische Wandel wird die Videoüberwachung grundlegend verändern. Softwaregestützte Videoüberwachung, die durch die Verknüpfung mit diversen Datenbanken sofort erkennen kann, wer ich bin, ist heute technisch möglich. Videoüberwachung, die anhand meiner Gestik, meines Gesichtsausdrucks, meiner Kleidung, meine nächsten Schritte und Handlungen vorhersehen soll, wird für den großflächigen Einsatz erforscht. Der Laie kann nicht erkennen, welche Art der Videoüberwachung ihn gerade im Visier hat. Er kann nicht erkennen, wo und wie seine Bilder verarbeitet werden. Solcherlei Technologien fördern Angst und Konformismus in der Gesellschaft. Unter ständiger Überwachung ist die Freiheit des Menschen verloren. Dieser Entwicklung, meine Damen und Herren, muss Einhalt geboten werden. Die bereits existierende Videoüberwachung mithilfe solcher Praktiken muss mindestens offengelegt werden. Und wir müssen gerade wegen dieser Entwicklungen endlich einen schon lange notwendigen Diskurs über das Ausmaß der Überwachung führen. Wir müssen über Videoüberwachung sprechen. Unser Antrag lädt Sie dazu ein, über Videoüberwachung und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft ernsthaft zu diskutieren. Nehmen Sie sich die Zeit, schauen Sie sich um auf den Straßen, überlegen Sie sich, wie soll unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen?
Kann es sich eine freie Gesellschaft leisten, solche Art Überwachungstechnologie derart zahlreich in und an Gebäuden, Bussen und Bahnen oder Geschäften zu dulden? Es gibt gute Gründe für diese Diskussion und für eine Meldepflicht für Videoüberwachungssysteme. Und lassen Sie mich bitte zum Schluss noch anmerken, dass es uns sehr wohl bewusst ist, dass wir hier auf Landesebene nur Regeln für die Landes- und die Kommunalverwaltung aufstellen können. Aber wir sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen, das Thema Videoüberwachung auf die Tagesordnung setzen und ein transparentes Register über den Einsatz von Videoüberwachung der öffentlichen Hand hier in Nordrhein-Westfalen schaffen. Sie, liebe Kollegen von der SPD, können das fertige Projekt dann gerne mit nach Berlin nehmen und das dringend notwendige Register der Videoüberwachung der Privatwirtschaft im Bundestag beschließen. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Marquardt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Videoüberwachung ist ein sensibles Thema. In der Regel werden hier nämlich Personen aufgenommen, die sich treu nach Recht und Gesetz verhalten und auch nie etwas anderes im Sinn hatten. Für den seltenen Fall, dass Personen von dieser Regel abweichen, gibt es vereinzelt Videoüberwachung von öffentlichen und privaten Plätzen und Einrichtungen. Bei jeder Art von Überwachung muss aber grundsätzlich der Schutz der Privat- und Intimsphäre der betroffenen Personen absoluten Vorrang haben. Die SPD-Landtagsfraktion steht grundsätzlich für eine gewissenhafte Einhaltung der bestehenden datenschutzrechtlichen Vorschriften und Regelungen. Datenschutz hat eine überragende Bedeutung. Gleichzeitig bekennen wir uns aber auch zur Videoüberwachung als ein notwendiges und effektives Mittel im Rechtsstaat. Sie dient der Prävention und Aufklärung von Straftaten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Piratenfraktion fordert im vorliegenden Antrag die Einführung eines öffentlichen Registers für Videoüberwachungskameras in Nordrhein-Westfalen, also quasi eine Überwachung von Überwachung. Wir sehen die Einführung eines solchen Registers jedoch mit einiger Skepsis, und zwar aus folgenden Gründen. Sowohl die öffentliche Hand als auch private Betreiber müssten einen enormen bürokratischen und finanziellen Aufwand betreiben, um die entsprechenden Informationen bereitzustellen und auch zu überprüfen. Es würde ein bürokratisches Monster geschaffen. Der Mehrwert eines solchen Überwachungsregisters ist ohnehin nicht ersichtlich. Schon heute begrenzen strenge bundes- und landesgesetzliche Vorschriften die Videoüberwachung. Neben dem Prinzip der generellen Datensparsamkeit ist erstens eine regelmäßige Überprüfung der Zweckbindung der Maßnahme, zweitens eine Überprüfung der Erforderlichkeit sowie drittens eine Interessenabwägung zwischen den berechtigten Interessen der Betreiber und schutzwürdigen Interessen der Betroffenen vorgesehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, bei der Datenschutzaufsicht des Landes geht es meines Erachtens nicht darum, sämtliche Datenverarbeitungssysteme im Land zu überwachen. Es geht vielmehr darum, die Aufsicht im Einzelfall stichprobenartig oder anlassbezogen, nicht aber flächendeckend auszuüben. Hinweise auf möglichen Missbrauch können dem Landesdatenschutzbeauftragten und den zuständigen Ermittlungsbehörden jederzeit gemeldet werden. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kern zulassen? Nein, ich möchte erst zu Ende sprechen. Gleichzeitig setzen wir auch auf die behördlichen und betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen vor Ort zuständig sind. Datenschutz muss in erster Linie dort vor Ort sichergestellt werden, wo die Daten auch gesammelt werden. Darüber hinaus sieht Ihr Antrag vor, dass eine Überprüfung der Videoüberwachung durch die, wie Sie es nennen, interessierte und aktive Zivilgesellschaft erfolgen soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, das geht zu weit. Ihr Transparenzgedanke ist zwar löblich, verkennt an dieser Stelle aber die
Notwendigkeit von demokratischer Legitimation der überwachenden Stellen. Bei Kontrolle der Videoüberwachung geht es nicht alleine darum, diese nur in Frage zu stellen. Ein verantwortlicher Datenschutz setzt sich auch mit den Motiven der datenverarbeitenden Stelle auseinander und berät, wie die Videoüberwachung gesetzeskonform ausgestaltet werden kann. Dies alles kann nur von einer demokratisch legitimierten Institution wie dem Landesdatenschutzbeauftragten gewährleistet werden und nicht von einer interessierten und aktiven Zivilgesellschaft, wie Sie es nennen. Wir haben die Vorbehalte, habe ich Ihnen genannt, die wir haben. Wir stimmen dennoch der Überweisung in den zuständigen Ausschuss zu. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Danke. Herr Kollege Marquardt, die Fraktion der Piraten, der Abgeordnete Kern, hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet. Herr Kollege Kern, Sie haben das Wort. Test? Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Marquardt, Sie sprachen davon, dass ja die Videoüberwachungssysteme von den Behörden, vom Landesdatenschutzbeauftragten überprüft werden können. Ich frage Sie aber, wie soll er das tun, wie soll er dieser Aufgabe nachkommen, wenn überhaupt kein Überblick darüber besteht, welche Überwachungskameras im ganzen Land im Einsatz sind? Gut, ich hatte ja gesagt, flächendeckend überwachen kann der Landesdatenschutzbeauftragte sicherlich nicht, aber er kann stichprobenartig und er kann im Einzelfall, wenn es ihm zugetragen wird, Überprüfungen anordnen. Warum muss er denn flächendeckend im gesamten Land diese Datenschutzaufsicht generell übernehmen? Das ist überhaupt nicht machbar. Herr Kollege. So, ich gehe davon aus, dass die Frage beantwortet ist, Herr Kollege Marquardt, oder die Frage ist gestellt, Herr Kollege Marquardt hat Antwort gegeben. Bitte schön. Ja, ich habe meine Rede beendet. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marquardt. Für die CDU-Fraktion hat das Wort der Herr Kollege Golland. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Antrag der Piratenfraktion soll in Nordrhein-Westfalen eine gesetzliche Meldepflicht für Kameras und Kameraattrappen eingeführt werden, die von öffentlichen, also staatlichen Stellen betrieben werden. Die auf diese Weise gemeldeten Kameras sollen schließlich auch in ein öffentliches Register eingetragen werden, das über das Internet einsehbar sein soll. In einem weiteren Schritt soll per Bundesratsinitiative die Erfassung privater Kameras erfolgen. Wie schon bei zahlreichen anderen Anträgen, die die Piratenfraktion in dieser Wahlperiode eingebracht hat, stellt sich auch hier die grundlegende Frage, was bitteschön soll das Ganze? Dass Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, angesichts der gewaltigen Probleme, die unser Bundesland zu bewältigen hat, nichts Besseres einfällt, als die Schaffung eines Kameraregisters zu fordern, zeigt wieder einmal, wie weit Sie von der Realität und den Problemen der Menschen in diesem Land entfernt sind. Erstaunlich ist aus meiner Sicht einmal mehr, welches tiefe Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen aus dem vorliegenden Antrag der Piratenfraktion spricht. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, dass sich die von Ihnen geforderte Meldepflicht und das damit verbundene Register auf alle Kameras, die von öffentlichen Stellen betrieben werden, beziehen. Im Gegensatz zu öffentlich betriebenen Kameras, die der Sicherheit unseres Staates und seiner Einrichtungen dienen, gibt es zudem noch eine viel größere Anzahl privater Videoüberwachungsstellen. In jeder Bankfiliale, in jeder Tankstelle und in vielen Einkaufszentren werden aus gutem Grund ebenfalls Überwachungskameras betrieben. Darüber hinaus sichern immer mehr Bürgerinnen und Bürger ihr Haus oder ihre Wohnung damit
zum Schutz vor Vandalismus, Einbruch und Gewalt. Herr Kollege, es liegt eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Schulz vor. Später. Auch aus gutem Grund, da uns in der jüngsten Kriminalitätsstatistik wiederholt die Ohnmacht unseres Innenministers zum Beispiel gegenüber professionellen Einbrecherbanden drastisch belegt worden ist. Würden Sie jetzt die Zwischenfrage? Sicherheit, bitte am Ende. Sicherheit und Schutz sind ein elementares Grundrecht der Menschen. Niemand installiert Kameras aus Spaß oder weil er gerne viel Geld für seine Sicherheit ausgibt. Es ist leider inzwischen aber eine häufig notwendig gewordene Schutzmaßnahme für Menschen und Eigentum. Selbstverständlich verhindert Videoüberwachung nicht jede Straftat, aber sie schreckt vor Taten ab, vermeidet diese und hilft vor allem bei der Aufklärung derselben. Meine Damen und Herren, ich denke da beispielsweise nur an die Ermittlungen beim gescheiterten terroristischen Anschlag auf den Bonner Hauptbahnhof. Ein Glück, dass die Kameras einer McDonald's-Filiale wichtige Aufnahmen eines Täters gemacht haben. Im Übrigen geht es auch darum, den Menschen ein subjektiv besseres Sicherheitsgefühl zu geben, welches ihnen Teilhabe am öffentlichen Leben erleichtert. Gerade ältere Mitbürger trauen sich kaum noch in den Abendstunden in deutschen Großstädten mit Bussen und Bahnen zu fahren. Herr Kollege, fragen Sie mal die Menschen. Ich bin mir sicher, dass die großen... Herr Kollege Roland, es liegt eine Zwischenfrage jetzt des Kollegen Schwert vor. Kann ich das bitte am Ende machen? Bitte schön. Ja. Also fragen Sie mal die Menschen. Ich bin mir sicher, dass die große Mehrheit die dortige Videoüberwachung ausdrücklich begrüßt. Wir brauchen in Nordrhein-Westfalen mehr Sicherheit und nicht weniger. Dank rot-grüner Versäumnisse steht NRW eh schon lange am unteren Ende bei der Kriminalitätsbekämpfung. Ihr Antrag ist teuer, bürokratisch und gegen die Interessen der Menschen gerichtet. Es geht Ihnen mal wieder nicht um Transparenz und Datenschutz, sondern nur darum, fortgesetzt das Misstrauen gegenüber unserem Rechtsstaat und der öffentlichen Verwaltung in Deutschland zu schüren. Dabei werden wir als CDU sicher nicht mitmachen. Den vorliegenden Antrag wird meine Fraktion deshalb im Ergebnis ablehnen. Der vorherigen Überweisungsempfehlung in den Innenausschuss stimmen wir selbstverständlich zu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege, es liegen nun zwei Fragen vor und eine Kurzintervention zunächst von dem Herrn Abgeordneten Schulz. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Golland, Sie hatten eben ausgeführt, dass aus unserem Antrag eine Art Misstrauen gegenüber dem Staat herauszulesen sei, insofern als wir den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen wollen, eine Übersicht darüber zu gewinnen, wo sie überall überwacht werden. Würden Sie es, Herr Kollege Golland, als Misstrauen des Staates und der öffentlichen Hand gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes ansehen, dass sie überwacht werden im Bereich der öffentlichen Gebäude? Bitte schön, Herr Kollege Golland. Also ich kenne nicht Ihr Staatsverständnis. Mein Staatsverständnis, und ich denke, das entspricht auch der Mehrheit in diesem Hohen Hause, ist das, dass der Staat seine Bürgerinnen und Bürger schützen möchte und muss. Und das tut er, Sie haben mich gefragt, Sie kriegen eine Antwort, also hören Sie bitte zu. Und das tut er eben auch unter anderem mit der Nutzung von Videotechnologie. Und das macht er ja nicht, weil er gerade zu viel Geld im Haushalt hat. Da kann der Innenminister bestimmt zustimmen. Sondern das macht er aus gutem Grunde, weil es schützenswerte Einrichtungen sind, die dort überwacht werden. Und weil dadurch Straftaten verhindert und aufgeklärt werden können. So wie ich es eben auch ausgeführt habe. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Nun gibt es eine Zwischenfrage des Kollegen Schwert. Ja. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank und vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Golland. Sie haben sehr viele Argumente dafür gebracht oder sehr viel darüber gesprochen, ob Kameras nun gut sind oder weniger gut und so weiter. Aber müssen Sie mir nicht zustimmen, dass das für den Umstand, dass man diese Kameras in ein Register einträgt, einfach überhaupt keine Rolle spielt? Also ich habe doch gesagt, dass ein solches Register einen riesigen bürokratischen Aufwand verursachen würde, es wäre teuer und es wäre am Ende überflüssig. Ich frage mich, was wollen Sie damit erreichen? Die Notwendigkeit der Videoüberwachung an diesen Stellen wird doch dann nicht in Frage gestellt. Es ist einfach schlichtweg nicht zielführend an dem Ende. Keine weiteren Fragen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Herr Kollege, ich bitte Sie noch einen Moment hier zu bleiben. Es geht noch um eine Kurzintervention vom Kollegen Herrmann. Ja, bitte. Bitte schön. Natürlich. Herrmann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Golland.
Ich habe in meinem Antrag ja schon diverse Gründe aufgeführt, warum ein Register eine gute Sache wäre, weil zu wissen, was da ist, ist, glaube ich, grundsätzlich nicht schlecht. Und ich denke, wir werden auch im Ausschuss da interessante Gespräche zu haben, und ich bin auch gerne bereit, da noch weitere Argumente Ihnen auf den Weg zu geben. Zum Beispiel unterstützt so ein Register sicherlich auch die Arbeit des Landesdatenschutzbeauftragten, um halt, wie gesagt, einen Überblick zu geben, wo er tätig sein kann, wie er seine Stichproben zum Beispiel organisieren kann. Dass keine Kamera bisher Verbrechen verhindert hat, kann man noch mal erwähnen, sollte auch bekannt sein. Wenn Sie in Ihrem Bereich Studien haben, die das Gegenteil belegen, bin ich sehr interessiert, wenn Sie mir die überlassen würden. Es gibt einen Punkt, den Sie hier bemängelt haben an unserem Antrag, nämlich, dass wir private Kameras nicht erfassen wollen, wobei Sie sagten, dass das viel mehr sind und so weiter. Ich habe das halt, ich habe das auch am Schluss der Rede erwähnt. Wir würden das natürlich sehr, sehr gerne machen, weil die meiste Videoüberwachung passiert tatsächlich im Moment im privatwirtschaftlichen Bereich. Leider ist unserer Auffassung nach es nicht möglich, mit Landesgesetzen hier eine Regelung herbeizuführen, privatwirtschaftliche eingesetzte Überwachungstechnologie in ein Register überzuführen. Wenn Sie da einen Tipp hätten, dass das doch geht, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Also erstmal habe ich natürlich schon erwähnt, dass Sie auch private Kameras erfassen wollen. Das habe ich direkt am Anfang gesagt. Zum Zweiten halte ich das für einen starken Eingriff in die Privatsphäre und in die Entscheidungsfreiheit von Privatleuten und Unternehmen und lehne das deshalb schon grundweg ab. Und zum Dritten, der Innenminister hat es Ihnen gerade zugerufen, dass Kameras keine Straftaten verhindern, sei eine gewagte These. Ja, lieber Ralf Jäger, da bin ich mal einer Meinung. Genau so ist es. Natürlich verhindern Kameras Straftaten, aber wie wollen Sie das bitte messen? Sie können es doch wohl nachvollziehen, dass in Bussen und Bahnen es zu weniger Gewalt, immer noch zu viel, aber zu weniger Gewalt kommt, weil Kameras dort hängen. Und selbst wenn Sie es nicht... Und meine Damen und Herren, selbst wenn Sie es nicht immer verhindern können, das Entdeckungs- und Aufklärungsrisiko für den Täter ist einfach enorm viel größer. Und dadurch auch die Möglichkeit der Strafverfolgungsbehörden, dieses Verhalten zu ahnden. Ich halte es, und ich verweise nochmal auf das Beispiel am Bonner Hauptbahnhof, für extrem wichtig, dass man diese modernen Einsatzmittel nutzt, um Straftaten aufzuklären. Wir wollen doch nicht unbescholtene Bürger beobachten, sondern wir setzen Kameras gezielt als öffentliche Behörden da ein, wo sie notwendig sind. Das wird vorher geprüft, es kostet ja schließlich auch Geld. Und deswegen appelliere ich nochmal an Sie, überprüfen Sie mal Ihr Staatsverständnis, also Ihr Verhältnis zu unserem Staat, zu unserem Land, und überlegen mal dann, welche Position Sie zur inneren Sicherheit in Zukunft einnehmen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Bolt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man nach Herrn Golland sprechen darf, dann ist das ja immer ein Vergnügen. Vor allem muss man sich im Vorfeld nicht unbedingt eine Rede zurechtlegen, weil das reicht eigentlich, wenn man genau das Gegenteil von ihm sagt. Dann ist man eigentlich schon immer auf einer ganz guten Seite. Wir hören ja immer von Ihnen die Statements nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Diese Haltung, Kollege Golland, ist nicht nur inhaltlich grundfalsch, sie ist auch gefährlich, weil sie zum Teil an Grundfesten unseres Rechtsstaats rührt, weil sie, wenn Sie sich hier hinstellen und erzählen, wenn man Bürgerrechte einfordert, dann sei das Misstrauen gegen den Staat. Kollege, es gibt das Grundrecht auf Sicherheit, dass Sie so, das Grundrecht auf Sicherheit, dass Sie so immer hier herbeizitieren. Das gibt es so nicht, das steht so nicht im Grundgesetz. Aber dafür stehen im Grundgesetz jede Menge Freiheitsrechte. Und vielleicht setzen Sie sich ja damit auch mal auseinander. Es ist natürlich völlig legitim, und da bin ich dem Kollegen Marquardt sehr dankbar, sich kritisch mit Videoüberwachung auseinanderzusetzen. Videoüberwachung ist ein Grundrechtseingriff. Das haben wir auch in den zurückliegenden Debatten zu diesem Thema festgestellt, auch gerade in der
Debatte über die Antwort auf die Große Anfrage 7 hat meine Kollegin Verena Schäfer das so klargestellt und hat auch vor allem den Blick gelenkt auf das wirklich brennende Problem der Videoüberwachung durch Private. Da geht es auch um keine Neuigkeit. Es ist auch keine Neuigkeit, dass der technische Fortschritt da neue Möglichkeiten eröffnet, nicht immer im Sinne der Freiheit ist, sondern viele Entwicklungen auch weitere Freiheitseinschränkungen mit sich bringen. Auch darüber haben wir gesprochen. Videoüberwachung muss den Verhältnismäßigkeitsgeboten entsprechen. Sie muss dem Grundsatz der Datensparsamkeit genügen. Informationelle Selbstbestimmung heißt, dass Überwachung nicht dazu führen darf, dass jemand sein Verhalten ändert, weil er fürchten muss, dass dieses Verhalten als nicht normgerecht aufgefasst wird und ihm deswegen Nachteile drohen. Das war jetzt eine längere Vorbemerkung, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ich fand sie angesichts meines Vorredners durchaus notwendig. Zum Antrag der Piratenfraktion. Sie fordern die Einführung eines öffentlichen Registers über Videoüberwachung. Das wurde beispielsweise in Bremen vor einigen Jahren auch beschlossen, ist jetzt kürzlich an den Start gegangen. Ich finde, man sollte sich durchaus die Erfahrungen, die dort gemacht wurden, einmal anschauen. Man muss aber dann auch die Frage stellen, hat das tatsächlich einen Beitrag zur Sicherung der Freiheitsrechte geleistet? Wie oft wurde auf das Register zugegriffen? Gibt es Rückmeldungen von den Bürgerinnen und Bürgern darüber, wie das angenommen wird? Welchen Aufwand, auch das ist hier thematisiert worden, welchen Aufwand bringt es für öffentliche Stellen? Mit welchem Aufwand müssen Sie rechnen, wenn Sie die Daten zuliefern müssen? Das sind Fragen, die kann man im Ausschuss aus meiner Sicht durchaus kritisch und kontrovers diskutieren. Aber was wir festhalten müssen, Sie haben bereits eine Wasserstandsmeldung darüber, wie es um die Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen steht. Das wissen Sie aus der Antwort auf die Große Anfrage, die ich gerade zitiert habe. Auch wenn Ihnen da das Ergebnis nicht gefallen hat, haben wir da doch einen Grundstock an Daten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll dieser Datensatz jetzt fortgeschrieben werden, unter anderem Modi Operandi. Das müssen wir aus meiner Sicht aber klären. Ich habe es wahrgenommen, dass es da durchaus unterschiedliche Verständnisse davon gibt. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schulz? Von Schulz, ja klar. Gut, natürlich. Dann müsste er, da ist er. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank, Herr Kollege Bolte, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie hatten gerade gesagt, dass man bezogen auf Bremen einmal prüfen müsse aus einem Zugriff oder einer Zugriffszahl auf dieses Register, ob und inwieweit hier das der Freiheit, dem Freiheitsrecht, dem Grundrecht auf Freiheit, dem Menschenrecht auf Freiheit in irgendeiner Form vorteilhaft zugutekommt. Würden Sie, Herr Kollege Bolte, Freiheitsrechte als messbare Größe ansehen? Herr Kollege Schulz, vielen Dank für diese Frage. Sie fragen mich, ob man Freiheit messen kann. Das ist natürlich Quatsch, diese Frage so zu stellen. Was ich gesagt habe, und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass Sie mich intellektuell verstanden haben, so schätze ich Sie zumindest ein, für diese Basisoperation, dass Sie dazu in der Lage sind. Ich habe gesagt, es gibt ein solches Register, wie Sie das vorschlagen, in Bremen. Und wenn Sie so einen Vorschlag machen, dann kann man sich zumindest die Erfahrungen angucken, die damit in Bremen gemacht wurden. Ich finde, das ist durchaus legitim, das so zu sagen. Und das ist auch keine Abqualifizierung irgendwelcher Freiheitsrechte. Ich habe da auch nicht jetzt irgendwelche seltsamen Formeln aufmachen wollen oder Ähnliches. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben mich da verstanden und wollten jetzt hier in dieser Debatte noch ein bisschen rumtrollen. Können Sie gerne machen, meinetwegen. Aber da muss ich doch sagen, ich glaube, Sie haben das durchaus verstanden, was ich da wollte. Genau, so, letzte Bemerkung vielleicht noch zu Ihrem Antrag. Was ich tatsächlich schwierig fand, war Ihre Vorstellung zum LDI. Auch das ist an einigen Stellen in der Debatte durchgekommen. Sie versuchen eine Behörde, die ihrem Aufbau, ihrer Struktur und ihrem Auftrag nach derzeit ex post prüft, auf ex ante zu drehen.
Und da muss ich zugeben, habe ich gewisse Bauchschmerzen mit, auch weil der LDE ja selber in den ganzen Debatten, die wir in der jüngeren Vergangenheit haben, wo wir ihn im Innenausschuss ja auch gehört haben, immer wieder genau vor einer solchen Entwicklung gewarnt hat, auch immer gesagt hat, dass das eigentlich zu seinem Verständnis seiner Aufgabe nicht passt. Insofern habe ich da gewisse Bauchschmerzen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt einige Fragen aufgemacht, die wir dann im Ausschussverfahren diskutieren können. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die Beratung im Innenausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Dr. Ort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Zuhören hier habe ich die ganze Zeit überlegt, was ist das hier? Ist das jetzt eine Videoüberwachungsgrundsatzdebatte? Ist das hier ein Zwiegespräch? Oder ist es nicht vielmehr das, was ich meine, was es ist, nämlich eine aufgeblähte Debatte um einen Antrag herum, der in der Substanz eigentlich nur abzulehnen ist, meine Damen und Herren? Wir Liberale sind gegen flächendeckende Videoüberwachung. Das ist doch gar nicht die Frage. Wir wollen auch, dass dem Staat auf die Finger geschaut wird. Und Herr Kollege Golland, natürlich misstrauen wir auch dem Staat. Wir misstrauen erstmal jedem. Wir wollen Kontrolle haben. Und insofern, glaube ich, muss man auch versuchen, dass der Staat möglichst wenig aufnimmt von den Bürgerinnen und Bürgern. Alles andere wäre blauäugig. Und wir sind der Meinung, und diesen Grundsatz können Sie sich vielleicht auch mal wieder hervorkramen, jedenfalls als wir hier regiert haben, 2005 bis 2010 mit einem liberalen Innenminister, da haben wir immer davon gesprochen, dass wir eine Balance wollen zwischen Sicherheit und Freiheit. Das heißt aber nicht, dass wir nunmehr wieder untertan werden wollen, meine Damen und Herren. Wenn aber die Piraten in diesem Antrag hier ein Register fordern, dann muss man sich doch immer fragen, wieso will eine Partei, die sich Datenschutz auf die Fahnen schreibt, nun auch noch ein solches Register? Sie können jede öffentlich aufgehangene Kamera schon heute erfahren. Aber geht es Sie wirklich was an, wenn ein Privatmann eine Kamera installiert? Ich meine, nein. Privat ist privat und da hat der Staat sich überhaupt nicht für zu interessieren. Wenn Sie des Nachbars Katze filmen wollen, wenn die Ihnen den Goldfisch aus dem Teich holt, dann ist das doch Ihre Privatsache und das geht doch niemanden in dieser Welt etwas an. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwert? Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage, gut, weil nämlich die Zwischenfragen der Kollegen der Piraten heute mehr Erzählwettbewerbe sind und auf diese habe ich heute wirklich keine Lust. Prima. Wir wollen effektiv kontrollieren, gar keine Frage. Wir wollen deswegen aber auch von vornherein die Voraussetzungen begrenzen, Videokameras im öffentlichen Raum aufzuhängen. Und das ist doch die eigentliche Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ist eine Kamera legal oder ist sie nicht legal? Bringt es etwas oder bringt es nichts? Und da muss ich sagen, auf der Wolkerstraße in Düsseldorf hängt seit einiger Zeit vom Polizeipräsidenten eine Kamera und es werden immer mehr Kameras entlang der Straße. Und nun heißt es schon, wir müssen auch in die Seitenstraßen schauen. Das sind die Debatten, über die es lohnt zu streiten. Aber bitte nicht noch ein Register mehr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Dr. Ort. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Videokameras sind kein Allheilmittel für mehr Sicherheit. Ich denke, meine Damen und Herren, darin sollten wir uns einig sein. Und klatschen Sie nicht zu früh. Und sind auch nicht per se eine Einschränkung von Freiheitsrechten. Ich meine, wenn wir in den Ausschüssen diesen Antrag beraten, sollten wir uns von einem solchen Schwarz-Weiß-Denken verabschieden. Das tut dem Thema nicht gut. Und dass der Antrag der Piraten, Herr Herrmann, hat ein Manko. Zwar haben meine Mitarbeiter mir diesen Antrag umweltfreundlich auf zwei Seiten ausgedruckt. Inhaltlich bleibt er trotzdem einseitig. Es hat damit zu tun, meine Damen und Herren, dass Sie eben nicht die notwendige Differenzierung vornehmen, die notwendige Abwägung von unterschiedlichen Grundrechten vornehmen, sondern nur eines nach vorne stellen. Deshalb machen Sie es aus meiner Sicht zu einfach. Sie verschweigen im Wesentlichen, aus welcher Motivation heraus, aus welchen Gründen heraus überhaupt Kameras installiert werden. Es geht nämlich in erster Linie nicht darum,
diese Kameras zum Privatvergnügen oder aus Voyeurismus oder als Beschäftigungstherapie aufzustellen. Ihr Antrag geht da sehr in Richtung eines Generalverdachtes. Im Wesentlichen werden diese Kameras aufgestellt, um mehr Sicherheit zu erzeugen, in einzelnen Fällen Straftaten zu verhindern, aber eben auch als Beweismittel hinterher Straftaten aufklären zu können. Das können im Übrigen Kameras alleine überhaupt nicht. Deshalb bin ich froh, dass wir das Instrumentarium der Beobachtung des öffentlichen Raumes durch die nordrhein-westfälische Polizei auf 2 Standorte beschränkt haben. Diese 2 Standorte kennzeichnet ein wesentliches Kriterium. Es findet nämlich keine Videoaufzeichnung nur so mal statt, sondern hinter der Kamera sitzen Polizeibeamte und Einsatzkräfte sind vor Ort und können bei der Begehung von Straftaten unmittelbar eingreifen. Und Herr Golland, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eine solche Kamera keinerlei Straftaten verhindert. Mitten in der Düsseldorfer Altstadt, für jeden sichtbar, gibt es da eine Kamera und trotzdem gehen die Düsseldorfer und Nicht-Düsseldorfer, die Touristen aus dem Umland vom Altbier beseelt hin und hauen sich unterhalb dieser Kamera die Köpfe ein. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass in der Tat Videokameras Straftaten nicht unbedingt verhindern, aber dass Einsatzkräfte, wenn man sie vor Ort hat, mit den Mitteln der Videoaufzeichnung direkt zugeführt werden können und Schlimmeres verhindern können. Ich kann diesem Antrag einen positiven Aspekt abgewinnen, dass er nämlich nicht zur direkten Abstimmung gestellt ist. Das gibt uns die Chance, in den Ausschüssen eine breite Diskussion durchzuführen, genau diese Abwägung von Grundrechten miteinander zu diskutieren. Dabei sollten wir uns einige Fragen stellen und sie möglicherweise dann auch beantworten, nämlich die Frage der Zuständigkeit. Die Frage von rechtlichen Fragen, natürlich der Aufwand für die Einrichtung und die Pflege eines solchen Registers und die zentrale Frage versuchen zu beantworten, nutzt ein solches Register tatsächlich den nordrhein-westfälischen Bürgerinnen und Bürgern? Von daher freue ich mich auf eine hoffentlich differenziertere Debatte als hier. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister Jäger. Und damit sind wir am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Der Elsterrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 5280 an den Innenausschuss federführend, an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, an den Ausschuss für Kommunalpolitik sowie an den Rechtsausschuss. Abschließende Beratung im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung mit Abstimmung. Wer ist dafür? Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, es ist einstimmig so überwiesen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 11. Zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache